Die Browns feuerten Wide Receiver Joe Jurevicius. Dabei hatte er so gehofft, bei dem Club in seiner Heimatstadt bleiben zu können. Der neue Head Coach der Browns, Eric Mangini, aber ist der Meinung, dass der 34-Jährige dem Team nicht mehr helfen kann. Die Jets verpflichteten Linebacker Larry Izzo von den Patriots. Der 34-Jährige spielte in den letzten 8 Jahren in New England und wurde in der Zeit 3-mal für die Special Teams in den Pro Bowl gewählt. Die Panthers feuerten Cornerback Ken Lucas. Damit sparen sie 2,3 Millionen unter der Gehaltsobergrenze. Versuche, Lucas zu einem anderen Team abzugeben, scheiterten. Die Lions hatten zwar Interesse an ihm, aber zu denen wollte Lucas nicht wechseln. Die United Football League macht ernst. Sie verpflichtete 3 gescheiterte Headcoaches der NFL, um 3 ihrer 4 Teams zu trainieren. Dennis Green, Jim Haslett und Jim Fossil sind die ersten Verpflichtungen der neuen Liga. Dazu gesellt sich Ted Cottrell, der als Defensive Coordinator bei einigen NFL-Teams wirkte. Cottrell wird das Team in New York trainieren. Fossil, der die Giants nach der Saison 2000 in den Super Bowl führte, ist für Las Vegas vorgesehen. Green wird das Team in San Francisco leiten und Haslett übernimmt das Team in Orlando. Die 4 Mannschaften nehmen im Oktober den Spielbetrieb auf und die Saison endet am Thanksgiving-Tag. Und spätestens danach wird wohl auch diese Liga auf dem Friedhof der Football-Ligen landen. Wer kennt schon James Hardy? Eben. Wenn ihn keiner kennt, kann er seine Nummer 81, die der Wide Receiver bei den Bills trägt, auch getrost an die wahre 81 abgeben, an Terrell Owens. Hardy wird die 84 in seinem zweiten Jahr in Buffalo tragen. Normal ist in einem solchen Fall, dass der bisherige Besitzer einer Trikotnummer von dem neuen Träger eine Kompensation erhält. T.O. trug im College die Nummer 80, aber in all seinen Stationen in der NFL hatte er die 81. Defensive Tackle Albert Haynesworth führt sich schon direkt gut in Washington ein. Er wurde wegen rücksichtslosen Fahrens angeklagt. Haynesworth provozierte bei einem Überholmanöver einen Unfall, bei dem ein anderer Verkehrsteilnehmer schwer verletzt wurde. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich zudem heraus, dass seine Fahrerlaubnis abgelaufen war. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.